Also willkommen zurück. Ja, mit der Phase. Ganz schön dunkel. Na gut. Ich glaube, auch nächste Folge mache ich jetzt Licht an, wenn ich dran denke. Weiter im Text. Wir kamen von da und wir sind jetzt da. Okay, hier sind eine Menge Kisten. Ich dachte gerade, der Schatten da auf dem Blech ist eine Person. Oh. Hier gibt es ein paar Räume. Oh, da geht's auch noch weiter. Boah, Alter. Alles so verfinkelt hier. Auf der Box CIA drauf? CIA? Oder ist das ein L? Oh, wer weiß. Gut, dann würde ich mal sagen, ja, können wir jetzt da runter gehen oder hier lang gehen? Ich würde mal sagen, wir gehen erstmal hier lang. Da hinten ist ein Gitter. Da ist ein Gang. Oh, da geht's in den Gang lang. Ah, okay. Okay, da ist ein Tor, da ist ein... Also, Schalter, Tor mit dem Schalter. Gut, dann geht's hier also wohl raus später. Weil hier ist auch noch ein Gang. Ja. Who knows? Das heißt für uns, es geht ja wahrscheinlich wirklich. Also, ist einfach nur Textur. Für uns geht es ja scheinbar wirklich hier weiter. Wieder so verworren hier alles. Oh oh. Quick Save. Das kann nur was Gutes bedeuten. Ach ja, der kann ja Kugeln aufhalten. Hab mich gerade gewundert, was diese roten Punkte sind, die da vor ihm sind. Ja. Aber der war, glaube ich, nicht so stark, ne? Den konnte ich einfach hier mit so einem Hieb. Oh. Ja. Ein Schlag reicht. Aber für einen von den Dingern machen die doch hier kein Safe-Game. Ich verwette meinen Arsch darauf, dass hier noch mehrere, noch mehr sind. Dann liegt was. Oh. Gut, der eine hat welchen Modus? Jetzt hat der andere welchen Modus? Warum komme ich raus? Kommt die da nicht weiter? Ach, die kommen ja gar nicht weiter. What? Hm.
Warum bin ich so langsam? Hä? Der hat doch gar nicht in meine Richtung geguckt. Das Bullshit. Oh, da hab ich. Oh, jetzt hab ich ihn geweckt. Ich dachte, es war noch ein Raum weiter. Okay, das ist ja Bullshit. Wobei, es heißt ja, ich darf nur nicht in die Augen gucken, ne? Das heißt, wenn ich mich so wegdrehe. Okay, der eine ist gestunt. Und da hinten kommt dieses Kopf-Tiefviech. Oh, oh, ist es. Okay, da ich nicht genau weiß, wie es funktioniert. Ich spreche mal einfach mal ganz kurz. Sorry, aber ich will mal gucken, wenn ich jetzt hier andersrum drehe. Es funktioniert wirklich. Okay, ich kann also wirklich weggucken. Das habe ich actually noch nie probiert. Weil, macht ja auch nie Sinn. Weil wenn du wegguckst, kann er dich von hinten einfach angreifen und du siehst ja gar nicht. Aber dadurch, dass wir jetzt auf dieser Platte stehen, kann er uns nicht angreifen. Oh, Alter. Das ist gerade nicht sehr befriedigend. Ja, okay. Die großen Gefahren sind weg. Jetzt bloß noch er. Jawoll. Oh, geil. Oh. I'm caring too much. Jetzt schon? Gott. Gut, ich kann mal gleich mal nehmen hier. Hunger. So, mal schön zwei Salamis hintergeschäffelt. Haben wir eigentlich irgendwelche Stimpacks dabei? Ah doch, hier, 14 Stück, wow. Da können wir eigentlich die hier auch liegen lassen, ne? Die Frage ist, wann bin ich später wieder vorbei? Wie viel haben wir zu essen dabei? Wir haben noch 6 von diesen Cans dabei. Wir haben noch 4 Würste dabei. Gut, wir können ehrlich gesagt das Ding hier wegwerfen. Boah, ganz ehrlich. Ja, komm, ganz ehrlich, weg damit. Das ist eh schon. So, alles nachgeladen? Ja. Da ist eine Tür. Hier ist Scrap Metal und Wodka. Was ist denn genau da hinten? Da drunter was geblinkt. Da. Nix. Und hier ist Donut? Ah ne, Klebestreifen. Ich wollte gerade schon sagen, ich bin doch kein Polizist. Weg damit. So, hier sind diverse Zäune auf dem Boden. Oh, das Wasser. Nice. Gut, dann probieren wir mal. Oh, das ist ja offen. Oh, ob er da runterkommt. Hm. Oh! Ey, aus. Das ist so unfair. Früher war die Tür wenigstens schwarz. Aber die ist doch nicht schwarz. Gut, dann gehen wir mal runter. Kann ja hier unten nicht schlimmer sein als bei der Tür da. Oh, da geht's lang. Ah, wir sollen hier wohl lang.
Oh, was war das gerade? Ah, das Licht ändert sich, ja? Ist also ein neues Gebiet. Na, wer weiß. Ernsthaft, Spinn? Also nicht die feine Art. Oh, was ist denn das? Das war was anderes. Oha. Eine neue Art von Gegner. Yay. Das ist der. Ah! Wir sind für den Runtergang lang gelaufen. Da hinten ist die geschlossene Tür. Was ist das für ein Viech? Die Frage ist: Will ich das überhaupt wissen? Oh, safe game. So, jetzt ist die Tür schon mal offen. Das heißt, wir haben rein theoretisch einen Fluchtweg. Oh. Oh, okay. Na, sind also mittelmäßig stark. Okay. Ach. Okay, wollte gerade sagen, die Viecher können auch spucken, aber da waren auch Spinnen mit dabei. Oh, wartet mal ganz. Warte. Ich habe eine ganz dumme Idee. Ladies and Gentlemen. Es ist die Frage wegen dem Timing, ne? Gut, das war kein gutes Timing. Dann machen wir. Okay. Oh, die können doch spucken. Okay. Ja, und ganz ehrlich, das Explosive bringt gar nichts. Oh, guck mal, ich kann mein Inventar sehen. Ach, das sind diese ganzen Tutorial-Schritte. Da rechts. Das erste ist Inventarerklärung, dann dieses Combat-System und dann dieses, dass ich diese Map da, wo ich da langlaufen, Dings, da muss da irgendwas in der Art. Interesting. Gut, okay, das heißt, wenn. Ja, dann bringt das hier echt gar nichts. Dann heißt es doch einfach reinballern. Auch wenn ich jetzt noch 156 Schuss habe, ist jetzt nicht so viel, wenn ich mal ehrlich bin. Problem ist halt, ich muss halt schnell sein, wenn ich halt spucken kann. Ne? So. Das haben wir.
50 Schuss verschwendet dafür. Ich hasse so Munitionsverschwendungen. Das da. Das Schöne ist, diese Gitter hier sind ganz praktisch, weil wenn ich jetzt hier hinten Monster sind, kann ich einfach hinter diese Gitter gehen und die Monster können nicht drüber. Das heißt, das ist quasi wie eine Barriere, die für mich begehbar ist, für die Monster aber nicht. Was halt unendlich cool ist. Wie man, ne, wie wir ja letztens davon mit diesen beiden Arbeitern und diesen komischen Gesichtsmensch da gesehen hat. Okay, sehr offen, sehr ruhig. Oh, da ist noch einer. Jetzt kann ich mich einfach hier hinstellen. Und ich kann aber ganz normal angreifen. Plus Wasser. Was halt schon sehr geil ist. Noob. Okay. Salami? Gar nichts. Noch eine Rohrbombe. Vielleicht sollen wir diese Rohrbomben doch einsetzen für die Feinde? Weil ich meine, wir haben jetzt schon wieder zwei dabei. Wir haben immer noch eine beim Spawnpunkt. Also wir bekommen ganz schön viele dafür, dass es nur für spezielle Sachen gedacht ist. Ich schätze mal, es wirklich auch einfach dafür, dass man auch normale... Also, dass man sie halt auch im Kampf einsetzt. Da ist offen. Links ist auch offen. Oh, das ist blöd. Okay, da ist einer. Wer hätte gedacht? Ja, ja, komm her. Son of a bitch. Oh. Oha, 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 oha. Diese Tür nicht finden können. So dumm. Okay, ich glaube, der Raum ist clear. Zumindest so weit, dass ich jetzt hier dahin gehen kann. Ich dachte gerade, da ist eine Spinne. Na, come on. Oder die ganze Menge. Oder sind es vielleicht nur Verbandskästen? Das ist höchstens irgendwas Größeres. Da ist auch noch ein offener Raum. An diese Munitionskisten.
I'm carrying too much. How is that even possible? Oh! Gut, die können wir direkt einnehmen. Let's go. Ja, ganz ehrlich, sechsmal hier kommen. Gibt's noch irgendwas, was wir wegschmeißen können? Na gut, hier, ja, ist ein Clips, ne? 6, 6, 6, 7, 8, 6. Kann man die 6er kombinieren? Ne. Die Frage ist, wie viel passen in einen Clip rein? Normalerweise bei der Waffe sind es entweder 8 oder 9. Naja, gut, also 9 nicht. Eigentlich immer 8. Die 9 ist, wenn du direkt in den Lauf reinpackst. Aber weißt du was? Wie gesagt, wir haben diese Stimpacks. Diese Kisten sind einfach zu schwer. So, es macht halt einfach gewichttechnisch überhaupt keinen Sinn. Das hier ist mit 6 Pfund auch relativ schwer. Also, da könnte man auch überlegen, ob man das Ding nicht einfach wieder droppt. Aber ich warte einfach mal, bis wir ganz viel Hunger haben und dann esse ich das Ding. Easy. Wir waren hier schon drinne. Oh, nehmen wir aber noch nicht. Okay, da ist die andere Tür. Oha. Das ist alles sehr offen hier. Und da geht es sogar nach oben. Dann bleiben wir erstmal hier unten. Okay. Ja gut, hier geht's nicht weiter. Oh! Harpunen. Hapuna Matata. Gut, hier geht's nicht weiter, also geht's nur noch. Nach links oder nach rechts? Das ist ja die Frage. Tja, was sieht spannender aus? Das da unten relativ groß aus, ne? So da hinten. Sieht relativ offen aus. Ich glaube, wir bleiben erstmal hier unten. Ah. Ich glaube, wir werden irgendwann drüber gekommen. Wobei, doch, diese eine verbundene Ding, da kann man drüber laufen. Oh. Hier ist eine Tür. Ja. Da wären wir rausgekommen, wenn wir den anderen Weg lang gelaufen wären. Das ist noch eine Novatio. Boah, jetzt brauchen wir aber ganz viel Hunger. Ich dachte eigentlich immer, also zumindest was früher so, als ich das damals gespielt hatte, vielleicht weil ich mich damals auch noch wesentlich unbeholfener angestellt habe, dass Hunger ein ganz großes Problem war, dass man immer viel zu wenig Nahrung hatte und ich bin auch die ersten Male, als ich das Spiel, die allerersten Male gespielt hatte, bin ich doch immer wegen Hunger gestorben. Aber jetzt gerade ist ja Hunger überhaupt kein Problem. Achso, ich wollte gerade fragen, warum ist hier keine Lücke im Boden, aber die Lücke ist hier. Räumliche Orientierung, Ronny? Wegsetzen. Da hinten sind irgendwelche Sachen. Also noch mehr Sachen. Wenn das mal keine Falle ist. Nö, keine Falle. Weiß. Ist hier relativ ruhig alles. Gut, dann gehen wir mal in die Tür, I guess.
Oh. Das war ein Speicherpunkt. Dann würde ich mal sagen, ist das das Call für die nächste Folge. Bis dann.